Gebläse. Es tut mir leid. Wir stellen es ein klein wenig schwächer ein. Wir wollen nur die Ameisen wegpusten. Versuch es nochmal, Rocky. Okay. Jetzt bläst der Wind. Gut, Rocky. Das sollte reichen. Ihr habt alle unsere Probleme weggeblasen, Fellfreunde. Und noch dazu mein Obst gerettet. Das ist ja hier wie im Supermarkt. Oder in meinem Fressnapf. Her damit, her damit. Au! Ich glaube, wir haben jetzt genug Zitronen, Chase. Das werde ich gleich mal testen. Oh, viel zu sauer. Vielleicht müssen wir etwas nachsüßen. Mit Zucker. Schon dabei. Seht ihr, der Trick dabei ist nur ganz wenig auf einmal. Oh. Oh, oh. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Oh, wo ist der große Hut? Ich habe vergessen, ihn abzusetzen. Aber ich sehe wirklich gut damit aus. Pfefferös! Ach, du liebes Bisschen. Die Kuchen laufen weg. Ein Fall für die Helfer auf vier Pfoten. Hallo, Herr Pfeffer. Alles fertig für das große Fest? Ich brauche Hilfe, sonst wird es bald kein Fest mehr geben. Sieh nur! Oh nein, wir haben die Ameisen nicht weggepustet, wir haben sie in die Stadt gebracht. Bitte beeilt euch! Sind schon unterwegs. Und los! Wir müssen die Ameisen einsammeln und sie an einen sicheren Ort bringen. Aber wie nur? Gute Nachricht, Ryder. Die Marmelade ist fertig. Wir haben nur ein kleines Problem. Wir haben einen Fehler bei dem Rezept gemacht. Und jetzt ist sie super süß. Super duper süß. Aber ich finde sie lecker. Hey, die Ameisen mögen Süßes. Ich wette, sie folgen uns von Herrn Pfeffer aus. Wir sind unterwegs. Okay. Zuma, ich brauche deinen Rettungsring. Dann lass uns loslegen. Rettungsring! Okay, Sky, lass sie runter. Alles klar, Ryder. Rocky, bohr jetzt ein Loch, und zwar hier. Verstanden. Bohrer. Ja, die Ameisen lieben das Zeug. Also dann, Zuma, leg eine Spur, der sie folgen können. Es funktioniert, Ryder, aber wohin soll ich sie bringen? Wir treffen uns in der Zentrale, Zuma. Komm schon, Rocky. Wir müssen etwas bauen, und zwar schnell. Fische in einem riesigen Aquarium. Super Idee, Ryder. Ich glaube, die Ameisen mögen ihre Ameisenfarm. Ja, dieser Ameisenbau ist besser als Yumis Bauernhof. Das war die letzte. Und der Rest der Marmelade. Ich weiß, wo es viel Marmelade gibt. Bei Herrn Pfeffers Marmeladenfest. Dies ist zweifellos die beste vom Fest. Der Obsthut geht an... Frau Gutherz und ihre Mischmarmelade! Ja! Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen! Und natürlich müssen wir auch Ryder danken, weil er die Lage mal wieder gerettet hat. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Aber ohne meine Fellfreunde hätte ich es niemals geschafft. Da hast du recht. Deshalb habe ich noch eine besondere Überraschung. Spaßige Hüte für alle unsere Helden! Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht im Marmelade kochen. Oh, mehr als das. Ihr seid super tolle Hunde. Ja! Der Kuchenteig ist fertig. Es kann losgehen. Teigmarsch! Ups. Das wollte ich nicht. Ist nicht so schlimm. Teigmarsch! Das ist Bäcker. Ich meine besser.
in den Backofen. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen noch 997 Kuchensteine. Genau. Gut gemacht. Wenn jetzt nichts mehr schief geht, reicht die Zeit vielleicht noch für die Glasur, damit der Kuchen noch viel schöner aussieht. Hier kommt die Glasur. Oh, Vorsicht! Tut mir leid, Herr Pfeffer. Ich bin ausgerutscht. Wegen meiner Autorennbahn hätte ich sie nur weggeräumt. Das war ein Unfall, Alex. Aber jetzt muss ich eine neue Glasur machen. Ich glaube nicht, dass wir rechtzeitig fertig werden. Ich bin sicher, dass wir es schaffen, wenn alle mitmachen. Ja! Ja! Der Kuchen sieht toll aus. Zum Anbeißen, aber irgendwas fehlt noch. Die Rutsche. Die Rutsche fehlt. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen den Kuchen sofort zum Rathaus bringen. Rocky, wir laden den Kuchen auf. Wird gemacht. Megafon. Wupp. Okay, Rocky, schön langsam. Ganz vorsichtig. Langsam, langsam. Gut gemacht. Ja, Rocky, vorsichtig! Er wackelt! Er wird umfallen! Wir brauchen etwas, damit der Kuchen nicht umfällt. Hoppla! Ich weiß! Wie wäre es mit... Es muss hier doch irgendwas Brauchbares geben. Ryder! Opa! Einen Moment, wir suchen gerade etwas... Damit der Kuchen nicht so wackelt! Warum nehmen wir nicht meine Autorennbahn? Wir legen sie um die Zentrale herum und das ist dann die Rutsche. Das ist eine super Idee! Auf geht's, Fellfreunde. Bauen wir die Rutsche. Wie gut, dass ich die Rennbahn nicht weggeräumt habe. Stimmt's, Opa? Stimmt. Wenn die Rennbahn nicht mehr rumgelegen hätte, wärst du vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Fertig. Jetzt kann der Kuchen nicht mehr umfallen. Und wir haben die Rutsche. Er ist bestimmt der Höchste. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich beeilen. In 10 Sekunden dürfen keine Kuchen mehr abgegeben werden. Ich zähle jetzt. 10... 9, 8, 7, 6. Oh nein! 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben es geschafft! Ihr seid glücklicherweise noch rechtzeitig gekommen. Jetzt wird der höchste und leckerste Kuchen ausgesucht. Der höchste? Und der leckerste. Was? Der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ist Herr Pfeffer mit seinem Kuchen von der Zentrale. Alex, Sie haben gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pfeffer. Sie haben es verdient. Danke. Ohne dich und die Hunde hätte ich das nicht geschafft. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf oder Kuchen reicht. Dann wollen wir uns jetzt doch mal den leckersten Kuchen schmecken lassen. Juhu, ja! Na dann los, ja. Freunde, holt euch ein Stück. Ja. Das habt ihr euch verdient. Sie werden Ihren Heißluftballonkuchen im nächsten Jahr ein bisschen mehr aufblasen müssen, Bürgermeister Besserwisser. Oh ja, die Fellfreunde sind immer für dich da. Wir halten zusammen. Ups, Kopf hoch, Gänseblümchen. Gleich steht das Blümchen wieder gerade, Rocky. Ruff, ruff, Schaufel. Das sieht toll aus, Fellfreunde. Danke, Ryder. Ich hätte euch gern beim Einpflanzen geholfen, aber... Aber was, Chase?
aber ich bin irgendwie allergisch. Ich kann euch helfen, ich kann euch helfen, ich kann euch... helfen. Ups. Marshall. Großartig. Danke, Chase. Hier spricht Ryder. Ryder? Hier ist Captain Turbot. Mein Leuchtturm ist voller summender, brummender Bienen. Das hört sich nach einem Problem an. Ein klebriges Problem. Kann die Paw Patrol helfen, das Bienenvolk in Els Obstgarten umzusiedeln? Natürlich, Captain. Kein Job ist zu groß, keine Biene zu klein. Die Bienen werden ihr neues Zuhause mögen. Die Bienen sind sehr aufgeregt. Mit Rockys Rauchmaschine werden wir sie beruhigen. Es geht los! Ich bin bereit, falls die Rauchmaschine abgekühlt werden muss. Das wird die Bienen ein Weilchen schön schläfrig machen. Da ist sie, die Bienenkönigin. Ein Bienenvolk bleibt immer in der Nähe seiner Königin. Alles, was euch jetzt noch fehlt, ist euer Bienenstock. Hier ist er. Lasst uns das Haus erst transportieren, wenn die Bienchen schlafen. Denn Bienen, die schlafen, stechen nicht. Schließ die Äuglein, Bienchen klein, zieh die Stacheln jetzt ein. Oh, sie schlafen. Leise jetzt. Gut, Sky, du bist dran. Ich heb gleich ab. Lass das Seil runter, Sky. Seil kommt. Sehr gut. Erledigt. Zieh hoch, Sky. Die Bienchen werden viel lieber zwischen Brokkoli und Butterblumen umherbrummen. Naja, wenigstens die mögen Brokkoli. Oh, oh, das ist der große Adler. Er hat mich entdeckt. Mir muss schnell etwas einfallen. Die Bienchen zählen auf mich. Ich hab's. Festhalten, Bienchen. Vielen Dank, Wally. Die Geschichte vom fliegenden Fisch glauben ihm die anderen Adler nie. Sky, setz ihn bei den anderen Bienenhäusern ab. Vorsicht! Langsam! Gut! Danke, Sky! Den Bienchen wird's bei mir gefallen! Das freut mich! Wir haben's geschafft! Die Bienen sind umgesiedelt! Und wenn du mal wieder Bienchen brauchst, mach einfach nur Summ! Psst! Sie schlafen noch! Ich lass sie erst mal ausschlafen. Morgen sind sie wieder munter. Guten Morgen, Al. Wie geht es unseren Bienenfreunden? Seht selbst! Oh. Toll! Sie mag den Apfelbaum besonders gern. Sie sammelt den Nektar aus den Blüten des Apfelbaums. Dann bringt sie den Nektar zu ihrem Bienenstock und macht daraus... Honig! Na, was meinst du, Ryder? Dürfen Sie mal probieren? Sie waren wirklich brave Fellfreunde. Wer möchte ein leckeres Leckerli mit Honig? Klein sein groß, das wäre ohne euch groß. Jetzt ist zu spielen Zeit, kein Opfer weit und breit. Oh! Sei nicht traurig, Marshall. Wir haben ja noch mehr Honigleckerlis. Und was soll ich tun? Wir müssen einen Weg finden, die Äpfel möglichst schnell in die Scheune zu bekommen. Mal sehen, ob ich was ausbuddeln kann. Was kann ich tun? Sieh nach, wo Hilfe gebraucht wird und spring ein, Chase. Ich könnte die Äpfel in die Scheune bringen. Lass nur, ich mach das schon. Oder auch nicht. Lass uns den Großen nehmen. Okay.
Hey, Sky, braucht ihr beide vielleicht Hilfe? Ja. Ich bin hier nur im Weg. Vielleicht kann ich mich woanders nützlich machen. Eine alte Dachrinne. Perfekt. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Wuff. Hier kommt Rubble, Rucki Zucki. Die Paw Patrol ist einsatzbereit. Zum Kürbisrollen. Ich muss doch irgendwie helfen können. Marshall, die Kürbisse! Nein! Marshall, pass auf! Oh, oh! Marshall, alles in Ordnung? Nichts passiert! Orange steht dir gut. Oh nein, das ist ja das reinste Chaos. Fellnasen, so schaffen wir es nicht, die Ernte einzubringen. Wir haben uns im Weg gestanden. Chase, jetzt weiß ich, was du tun kannst. Wie kann ich helfen? Ganz einfach, wir brauchen dich hier, um den Verkehr zu regeln. Ja, Chase wäre ein toller Verkehrspolizist. Denn, naja, er ist ja Polizist. Worauf warten wir noch? Paw Patrol, an die Arbeit! Rockys Obstrutsche ist einsatzbereit! Versuch's mal, Ryder! Nicht verschwenden, wiederverwenden! Weiter so, Leute! Rocky, unterstütze Rubble mit deinem Fahrzeug! Klasse! Rubble, ab zur Scheune! Jetzt bist du dran, Rocky! Zuma und Sky, Kürbisse bereit machen. Los, Zuma. Linke Kürbisrollbahn, los. Verstanden. Rechte Kürbisrollbahn, ab. Rollt. Oh ja, aha. Nenne ich Ernten. Wuhu! Es beginnt zu schneien. Wir müssen die Kürbisse schnell reinbringen. Ich weiß, wie wir die Kürbisse schnell in die Scheune bekommen. Ein Kürbisrollwettbewerb. Los, Chase, ruf die anderen. Kürbisrollwettbewerb. Rollt sie in die Scheune, Fellfreunde. Gewonnen! Nichts passiert! Los, 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 los! Das ist der letzte Kürbis. Das war's, Fellfreunde. Ihr habt's geschafft. Wir alle zusammen. Gerade rechtzeitig, denn jetzt beginnt es richtig zu schneien. Ryder, du und deine Fellfreunde waren meine Rettung. Das Herbstfest kann nun doch stattfinden. Gern geschehen, liebe Yumi. Wenn du uns brauchst, sind wir zur Stelle. Hiermit erkläre ich das große Herbstfest von Adventure Bay für eröffnet. Ihr Kleinen seid ganz groß. Was wäre ohne euch los? Jetzt ist die Spielenzeit, kein Notfall weit und breit. Pa, 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 Vorsicht. Wuff! Leckerli-Werfer! Wow, jetzt ist nicht nur ein Bär auf dem Baum, jetzt sind es drei. Sky, du musst Danny jetzt vom Baum holen. Geht klar. Draufgänger Danny, du musst dir den Gurt schnappen. Ich heiße Draufgänger Danny X und ich versuch's ja.
Aussicht. Jetzt setz mich bitte ab. Bitte, bitte. Hä? Jetzt sind die Bären in Schwierigkeiten. Seht mal. Die armen Bären. Wenn wir sie nicht bald von dem Baum holen, könnten sie runterfallen. Sie müssen wieder den Stamm runterklettern. Sie haben zu große Angst, um sich zu rühren. Wenn sie vorhin auf die Leckerlis scharf waren, dann locken wir die Bären eben damit zurück. Chase, wirf mir Honigleckerlis ab. Okay, ich habe aber nur noch ein Leckerli übrig. Hm, ein Leckerli? Na gut, das benutzen wir als Bärenköder. Wir kleben es irgendwo fest, zum Beispiel an einem Stock oder an Marshalls Leiter. Marshall, komm so schnell wie möglich auf Jakes Berg. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Super. Wir brauchen nämlich deine Feuerwehrleiter, um drei Bären zu retten. Bären? Ich meine, okay, ich bin unterwegs. Jetzt müssen wir nur noch das letzte Leckerli am Ende von Marshalls Leiter anbringen. Oh, ich habe zufällig ein Glas Honig in meiner Tasche. Hier, das Zeug ist total klebrig. Klasse, hört sich super an. Los, fangen wir an. Bin fast da, mach Platz. Geschafft. Aber wo sind die Bären? Ganz oben auf dem Baum. Sieh mal hin. Du musst deine Leiter zu ihnen ausfahren, damit sie das Honigleckerli riechen. Verstanden. Ruff, ruff. Leiter hoch. Sie scheinen das Honigleckerli zu bemerken. Gut gemacht, Marshall. Jetzt zieh die Leiter schön langsam zurück. Dann folgen die Bären und sind in Sicherheit. Dann sind sie nah bei mir. Aber ist schon okay. Leiter einziehen. Oh, oh, halt die Leiter an, Marshall. Sollen Sie sich ruhig das Leckerli nehmen? Oh nein. Chase, wirf dein Netz sofort. Wuff, Netz. Und jetzt führe ich die Bärenfamilie zurück. Dann können sie schön lange schlummern. Die Bären kommen aber ganz schön nah ran an Everest. Seht mal, Bären. Mehr Honig. Hier lang. Das war echt cool. Oh, schst, wir müssen sie schlafen lassen. Gute Idee. Draufgänger Danny X hatte genug Bärenabenteuer für einen Tag. Ich glaube, das hatten wir alle, Danny. Aber Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich habe Lust auf Hundeleckerli. Na dann nichts wie zurück. Los, ab in meine Hütte.